Bisa, Bisa, Sam. Draco ist auch mal wieder da. Draco haben wir dabei. Und man sieht jetzt gerade, was wir spielen. Oder man sieht es nicht, je nachdem. Wir machen eine neue Spieldatei. Und wir spielen welches Spiel? Wir spielen Super Mario Galaxy 2. Und wir nehmen Zomf als Symbol. Das ist ziemlich cool, das Symbol. Ja, den hat Draco uns liebevoll erstellt. Ich weiß nicht, also möchtest du irgendwas zu dem sagen oder wollen wir das einfach mal so stehen lassen? Wir lassen die Viewer mal das guckt einfach auf sich wirken. Guckt euch das nette Gesicht an und lasst es auf euch wirken. Ja. So, wir fangen eine neue Story an. Dies ist eine weitere Geschichte, die mit Sternenstaub beginnt. Alle 100 Jahre geht in einer besonderen Nacht hellglitzernder Sternenstaub über dem friedlichen Pilzkönigreich nieder. Heute ist es wieder soweit. Mal wieder 100 Jahre rum. Haben die nicht gesagt in der Nacht? Ja. Oh, meine Batterie ist leer. Lieber Mario, wie wäre es mit einem Stück Kuchen, während wir den Sternenhimmel beobachten? Deine Stimme hat sich irgendwie geändert. Ich schlafe auf dich. Du hast auch keine Batterie mehr. Ja, jetzt wissen die Viewer auch, dass wir kein Geld für Batterien haben. Wir sind arme Schlucker. Ja, man verdient halt nichts mit dieser Scheiße, ne? Das Sternenfest, das nur ein einziges Mal alle 100 Jahre stattfindet, hatte so eine Bedienung. Siehst du, wie hast hier du rum Bock vorzulesen, während ich laufe? Nein, habe ich nicht. Okay. Hey Mario, sammle die Sternteile auf. Tausende. Was? Tausende irgendwas. Hier ganz viele Sterne fallen hier runter. Na, was auch immer, ey. Ich laufe mal weiter. Ja, da steht immer das Gleiche. Tausende schimmernde Sternteile, bla. Was ist das denn, ey? Das ist jetzt hier auf einmal so ein Stern. Hätte ich nicht in die Röhre rein müssen? Nö. Ja, okay. Dann, Ach so, ist das für dich ein Blind Run? Ja, ne? Ja, absolut, im Grunde. Für mich ist es kein Blind Run, ich hab's schon mal durchgespielt. Er kennt alles. Ich hab's vor 2 Jahren, glaube ich, mal durchgespielt. Das ist schon ziemlich lange her. Er kennt alles. ja, was ich verlaufen hat. Oh, wie schön. Mario ist ihm sympathisch. Jetzt in den Kopf rein. Ah! Eine behagliche Wärme breitet sich unter Marios Mütze aus, während sich eine ungeahnte, mysteriöse Kraft in seinem Körper verteilt. Ich kann drehen. Ich bin hier im Fuchteln hier. Mach das kaputt. Ich mach das kaputt. Sammel du es ein. Gut. Ich rutsche. Schöne Lüferbindung, um dich zu drehen. Drehen! Zerstört. Zerstört. ZA-Sprung. Sammel die Münzen bitte ein. Wir müssen ach so, oh. Demonstrieren, yeah. Was du hier für eine Macht hast heute. Stimmt. Ja. Das ist ziemlich cool. Alter, war das ein Speedrun gerade in dem. Das ist schon gerade ein heftiger Speedrun, das du hier. Ja, ich mach jetzt Speedrun, ja, komm. ZA. Warte, die müssen wir befreien, oder? Alter, und da kommt der Endboss. Endboss. Woher weißt du, dass Bowser der Endboss ist in einem Mario-Spiel? Spoiler, oder? Das war jetzt schon ein heftiger Spoiler. Ja. Was sollte das? Das hört sich an, als würde ich irgendwas tackern, ne? Ja. Irgendwie so. Ich bin riesengroß. Die Dialoge sind auch sehr liebevoll gestaltet. Das sind so noch furchterregend aus der Welt, oder? Nee, oder? Mario! Er will Peach nur was zu essen haben, ey. Er will nur was gebacken haben, ey. Ich bin schon für einen riesen Schoko. Oh, Schokokuchen ist wirklich geil, ey. Ja, dafür macht er jetzt eine ganze Galaxie kalt, oder was? Für Schoko. Also, wenn ihr mal Bock auf Schokokuchen habt, ne? Macht mal ruhig eine Galaxie kaputt. Also, der hat wirklich komische Beweggründe, ey. So gut kann der Schokokuchen gar nicht sein. Hoppala. A drücken. Ich drücke A. Mario. Ja. Achso, ich muss da hin. Kann ich das auch? Aber nur, wenn du da richtig lang gehst. Hä, was? Ich kann das, glaube ich, auch kaputt machen mit einer Drehattacke. Ach so. Ja. Das probieren wir gleich mal. Er hat die Prinzessin ins Zentrum des Universums verschleppt. Befreie sie so schnell wie kannst. Wir müssen uns Stimmen für die ausdenken. Oh, nö. Wow, der Ärger
geht mir gut an, ich habe ja keine Ahnung. Hallo, mein kleiner, geht es dir gut? Hast du es bequem dort unter Marios Mütze? Wie sollst du sprechen? Sind die tief? Die sind, das sind ganz männliche Wesen, oder? Das sind übelst männliche. Aber es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun, Mario. Wir müssen die Prinzessin retten. Okay. Wie ich sehe, erlaubt er die Macht des besonderen Baby-Luma, die Kraft der Sterne zu nutzen. Also die Kraft der Sterne heißt, dass wir uns drehen können. Habe ich das richtig verstanden? Und wir können die Dinger schießen. Das ist... Ja, und gut. Wir können uns katapultieren jetzt. Kraft der Sterne hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, aber bitte. Ich mache ja hier nicht die Regeln, ne? Ja. Erstes Level. Hochgarten, ja. Darf ich das noch machen, oder? Ja, okay. Du hast ja schon jetzt das Tutorial-Intro, ja. Ist wie schon. Er fliegt, Alter. Ja, ich habe mein, der Grund darum, dass wir wieder hier so Let's Playen und so, ich habe meinen Videograbber wieder zum Laufen gebracht. Das bedeutet, wir können wieder Konsolenspiele Let's Playen. Was wir gerade tun. Ja. Das ist meine Wii. Nur wir haben leider nicht mehr so viel Zeit wie früher. Wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Genau. So, was mache ich hier? Oh, das in ist den reinlaufen erstmal, ich gehe den ein. Ich gehe weg, du sammelst die Münze ein, dankeschön. Gehen wir mal in diesen Bohrer rein. Oh, auf die andere Seite katapultieren. Was ist das? Ein Video über mich selber. Ja, brauchst du nicht, oder? Nicht nötig. Das Schild bestärkt mich nochmal, ne? Indem es sagt, das schaffst du. Ja, was? Aber der Unhold ist geflohen. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bist du wieder auf der anderen Seite. Was ist denn hier gerade passiert? Rede mit den Lumas hier. Mit dem? Hier entlang, der sagt das schon mal hinten. Powerstern. Powerstern, hier entlang. Hüpf in mich rein. Also jetzt, ne? Jetzt wird's schon beschneit. Wird's schon ein bisschen, ja. Fühlt sich bestimmt gut an. Einsammeln. Einsammeln. Gut gemacht. Ich werde einfrieren hier jetzt. Ich find's cool, dass du Münzen einsammeln kannst, ey. Das ist so geil. Viel cooler kommt's nachher noch. Ja, aber das dürfen wir noch nicht spoilern. Nee. Fahr mich hoch. Sehr gut. Da. Er hat das Up ein. Oh nee, doch, lass es los. Up. Ich hab's mir einfach mal geschnappt. So. Soll ich die einsammeln? Ich sammle die ein. Sammle ein. Oh, der war ein Weg. Oh, das war... Ich bin tot! Im ersten Level! Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Wir schreiben... Ja, warte. Ich kann nicht verlieren. So, jetzt aber, komm. Und jetzt? Ja! Boah, bist du gut. Oh, ups. Ups. Hab ich locker wieder wettgemacht, mein... Ich habe auch eins eingeholt. Dankeschön. Soll ich da hinten rein? Ja, geh mal rein. Aber. Okay, zeigen wir das. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das wäre das hier. Achso, hier muss ich jetzt ganz schnell... So sammel, der ist in der Mitte. Halt. Das ist das ein Stern? Regenbogen-Mario. Warte mal, macht der denn Musik? Ja. Ja, aber ein bisschen leise, ne? Na egal. Ups, sammel Ups ein. Yes, ich danke dir. Wie komme ich jetzt hier runter? War. Und ich warte. Oh, gemogelt. Voll abgekürzt, ne? Das klappt nicht. Aber doch, das hat funktioniert. Genau klappt, ja. Jetzt hier, jetzt da. Und Fahrstuhl. Was? Fahrstuhl. Ah ja. Einsammeln? Nicht einzusammeln. Ja, die Münze kann ich ja auch natürlich wollen. Ich hoffe, ich rush das jetzt nicht zu stark. Quatsch. Du fliegst. Wo bin ich denn jetzt? Du fliegst. Oh. Hey, das war auch cool. Also, ja gut. Die alle zusammen, das ist ein bisschen blöd, wenn die fallen. Du musst jetzt genau... Ja, du kannst ja immer nur eine einsammeln, oder? Ja, ja. Oh Gott, nicht sowas. Ja, dann hast du ja wieder vorne. Und Elfen, ja, kann ich für dich anhalten hier. Kann ich die auch anhalten? Wo bin ich? Ach da, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist irgendein Sticky Tar oder so. Da bleibe ich kleben. Und los. Alter, war das cool, oder?
Der bisschen war richtig gut gesprungen, ja. Ja, ne? Der wird jetzt bestimmt zum Stern irgendwie, ne? Was ist hier los? Ich hab den doch ausgeschaltet oder was? Was denn? Den Bildschirmschoner. Das weiß ich nicht. Einsammeln. Achso, ich war gerade immer noch perplex wegen dem Schoner. Ja. Ja, also wir hatten gerade schwarzes Bild, aber das macht ja nichts. Da ist Kevlar. Kevlar. B82? B82 ist Kevlar Antenne bei Counter-Strike. Ja, genau, 6, B82. Ich hab's immer noch drauf. Die Counter-Strike-Pros unter euch werden es wissen. Ich hab es immer noch drauf. Du bist doof. Warum? Weil du einfach in den Rhein gelaufen bist. Das ist ja egal, ich hab ja Kevlar und Helmet. Kevlar und Helmet. Wie und du hast einen, der die Typen einfriert. Vor allem komme ich da nicht mehr hoch, ey. So, jetzt, und weg hier. Und Boss. Oh, Boss, ich brauche echt lange. Gut. Finde ich. Da ist eine Maus im Weg. Stimmt. So. Die ist wieder im Weg. Was? Diese rutscht die denn immer wieder in die. Oh. Kann ich den einfrieren? Ne? Ja, ich kann den nicht helfen hier. Ich weiß gar nicht, wie man den macht. Da ist hau immer im Lauf den Hintern drauf. Jetzt wird er böse. Muss ich ihn jetzt irgendwie austricksen? Nein, der ist übelst langsam, wie du siehst. Bam! Ich glaube, der geht jetzt erst richtig los, oder? Oder ist er jetzt schon, tot? Ich weiß nicht. Kann ich ja Boss sein, oder? Ne, jetzt wird er, glaube ich, jetzt wird er sauer, ja. Ja. Und er kriegt eine neue Schale. Wo hat er die hergekriegt? Oh Gott. Jetzt springt er auch noch auf dich rauf. Das ist ja krass. Ist ja niedlich. Oh, ich kann das so sagen. Bin ich. Oh, da hat er sich aber schnell gedreht, ey. Komm her hier. Da hinten auf den Arsch, wo es leuchtet. Alter, der dreht sich aber schnell. Du kannst hier, glaube ich, diese Dinger hier abschießen, ja. Oh, danke. Ja, du kannst mich healen, ey. Das ist doch echt geil. Das ist ein Healbot dabei. Unglaublich cool, dieses Spiel, ey. Ein Healbot habe ich. Jetzt einfach in andere Richtung. Dreh dann um? Ja. Ah ja, okay. Super. Das war's? Ne, jetzt Finish. Wird er nochmal sauer, oder? Ja. War ja einfach. Ist auch der erste Boss, ne? Da darf man nicht zu viel erwarten. Ja, okay. Oh Mann, 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 Mann. So, jetzt switchen wir. Wir wechseln uns übrigens immer ab. Genau. Jetzt bin ich die kleine Fee-Sonde irgendwas. Stern-Luma. Luma. Stern-Luma irgendwas. Bitch. Bitch. Ich bin der Healbot. Okay, sagen wir es so, du bist der Healbot.